Mein Name ist Henning Müller, ich bin technischer Leiter der Firma Kotte Landtechnik. Das ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Rieste und in dem Unternehmen leite ich die Konstruktion, die Produktion und den Bereich Marketing. Agrigaia ist ein Konsortium, in dem insbesondere aus dem Raum Osnabrück viele mittelständische Landtechnikhersteller beteiligt sind, aber auch natürlich Forschungseinrichtungen, DFKI, Universität Osnabrück und Hochschule Osnabrück. Agrigaia ist deshalb für Landtechnikhersteller so wichtig, weil sie gerade mittelständischen Landtechnikherstellern, wie sie in Osnabrücker Land sehr viel vorkommen, die Chance gibt, an dem Thema künstliche Intelligenz überhaupt mitzuarbeiten. Als mittelständisches Unternehmen haben wir nicht so viele, sage ich mal, KI-Wissenschaftler, KI-Forscher, wie es große Landtechnikhersteller haben. Und wir als kleineres Unternehmen können uns darüber den Bereich künstliche Intelligenz erschließen. Künstliche Intelligenz kann den Landwirten helfen, in der gleichen Zeit mit den sozusagen Mitteln, die sie haben, einfach auch mehr zu schaffen. Und der Arbeitsalltag eines Landwirts wird immer vielfältiger. Es gibt immer mehr Dokumentationsanforderungen. Man muss sozusagen immer mehr auch erfüllen, dass man mit weniger mehr erreicht. Und da dieser Schritt, der ist sozusagen durch digitale Technologien, durch künstliche Intelligenz zu schaffen. Das Thema Daten spielt eine grundsätzlich sehr wichtige Rolle in dem Projekt. Wie in jedem KI-Projekt, weil eine KI muss trainiert werden. Das heißt, ich brauche Daten vom Feld, ich brauche Daten von den Pflanzen, aus der Tierhaltung, aus der Lebensmittelverarbeitung. Ansonsten kann ich natürlich keine KI trainieren. Und die Daten sollen dem Landwirt gehören und gehören auch weiterhin dem Landwirt. Er kann sie über Agrigaia vielleicht perspektivisch zur Verfügung stellen und kann sozusagen dazu beitragen, dass die Lösung für ihn passend mitentwickelt wird.